Ja, hallo, ich bin Bernd Wiesen. Ich bin ein Ranger im Nationalpark Eifel. Die Ranger gibt es jetzt schon seit 18 Jahren hier in der schönen Eifel. Ich werde euch schon heute mal einen schönen Einblick bringen, so was der Ranger so alles über den ganzen Tag macht. Begleiten wird mich heute die Nora, die ist eine Auszubildende vom Nationalpark. Hallo Bernd. Hallo Nora. Was ist denn deine Ausbildung, die du jetzt anfängst? Genau. Ich mache momentan meine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit und ich freue mich sehr, dich heute begleiten zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt los. Ne? Okay. Okay. Ja, hallo. 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 Kann man euch weiterhelfen? Ja, wir kommen von Robert und würden eigentlich gerne wieder dahin zurück und sind jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, welchen Weg wir am besten einschlagen können. Okay, dann kann ich euch eigentlich dann halt nur noch empfehlen, dass ihr dann halt über den Hauptbreitenweg, also das ist dann eigentlich, ihr geht dann eigentlich, das ist ja dieser schmale Pfad rum, ja. Dann müsstet ihr eigentlich hier die sogenannte Woffelsbacher Straße runter und dann halt wieder zurück Richtung Ruhrberg. Das heißt, hier lang könnten wir nicht, doch auch. Und sonst am Seerandweg zurück nach Ruhrberg wäre natürlich auch die Möglichkeit. Dann ja, wenn er nicht so sonnig ist mit dem Hund, ist das okay, glaube ich. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Genau, also das mit dem Hund, der packt das schon, aber der braucht noch mal ein bisschen Schatten. Ja, also dann würde ich bald sagen, gut, ihr müsst so oder so am Seerandweg vorbeigehen. Ja. Ne? So, und also gut, der liegt tatsächlich schon ein bisschen schattig. Genau, richtig gut. Da habt ihr ja viele Buchen von beiden Seiten, das ist schon im Schatten. Das müsste funktionieren dann. Ne? Gut, dann machen wir das so. Also kommen Sie zurecht. Ja, vielen Dank für die Info. Okay, kein Problem, dafür bin ich da. Ne? Okay, mach's gut, ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. So Nora, jetzt gehen wir meiner Arbeit nach. Das ist Gebietskontrolle. Wir achten jetzt halt darauf, dass Besucher sich an unsere Regeln halten und genießen das jetzt einfach mal die ganze Zeit. Ne? Okay. Okay. Wie reagieren denn die meisten Besucher, wenn du sie antriffst? Sind die alle so freundlich? Ja, es ist unterschiedlich. Also man hat auch schon mal Besucher, die Regeln nicht beachten, wie zum Beispiel Hunde nicht angeleint oder von den Wegen abseits laufen oder rauchen. Mhm. Spreche ich sie natürlich drauf an und in der Regel sind sie dann immer auch sehr, sehr einsichtig. Und wenn es ganz, ganz krass dann oder schlimm würde, dann muss ich die Personalien anfordern und dann bekommen die natürlich dann eine Ordnungswidrigkeit aufgebrummt. Ne? Ja. Aber in den meisten Fällen bei mir ist es immer so, man kommt auch drauf an, wie man mit den Menschen umgeht, mit den Menschen spricht, sind sie sehr einsichtig. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt gemütlich weiter. Ne? Ja. Gut. Kannst du schön im Hintergrund sehen, die befallenen Fichten vom Borkenkäfer, die zum Absterben gebracht worden sind. Und ist halt Totholz jetzt und tot und wieder neues Leben entsteht. Man sieht schon wieder junge Buchen hochwachsen und wir überlassen einfach hier die Natur sich selber. Sie kann sich frei entfalten. Das ist halt das Wichtige, was man im Nationalpark macht. Oh, das ist ja genau richtig. Da ist Sascha. Hallo Sascha. Ah, hallo Bernd. Hi. Nora, ne? Ja, haben wir schon gesehen. Unsere neue Auszubildende. Ja. Genau, da kannst du ja ihr jetzt direkt auch mal zeigen, was du hier für eine Aufgabe hast. Ja, gerne. Ja, jetzt hier bin ich gerade. Wir bieten ja den Besuchern viele Möglichkeiten an, Informationen über den Wald zu erhalten. Da sind unsere Infotafeln, Tastmodelle, aber unter anderem auch die Audiostationen. Die müssen halt weiter laufen. Die Batterien dürfen nicht tiefen entladen, dann sind sie kaputt. Jetzt habe ich gerade die Batterie rausgeholt. Die war zu niedrig geladen. Jetzt mache ich die volle wieder rein. Gucken, dass ich sie richtig anklemme. Und jetzt, nachdem ich die Batterie gewechselt habe, ganz wichtig, natürlich auch gucken, ob es wieder funktioniert. Jo. Baumhöhlen sind wahre Schatzkammern des Waldes, die von einer Vielzahl unterschiedlicher Tierarten genutzt werden. Okay, danke schön. Gerne. Dann sind wir weiter, ne? Ja, man sieht macht's sich, ne? Gut. Bis dann, ne, Sascha? Ciao. Bis demnächst, ciao. Viel Spaß noch. Ja, danke. Sag mir, wie viele Kilometer läufst du eigentlich am Tag? Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viele Leute mich ansprechen, ob ich alleine bin oder ob ich zu zweit bin. Also die Kilometerzahl, ich würde mal, kann nur schätzen, so zwischen 15 und 20 Kilometer sind das. Das sind viele. Ja, manchmal merke ich das auch abends dann, ne? Oh, hier haben wir noch, kann man direkt mal kontrollieren. Ja,
den glaube ich, den muss ich auch mal austauschen. Was ist das denn für ein Pfosten genau? Ja, das ist für unsere Besucherzählung ist das so ein Pfosten, wo wir die Besucher halt erfassen mit Wärmesensoren. Das heißt, da können wir genau erkennen, wie viele Leute gehen raus oder wie viele kommen rein in den Nationalpark. Und haben wir an vielen Standorten haben wir die so verteilt im Nationalpark. Hier siehst du ja die Sensoren, die zwei hellen Punkte. Und die sind ganz leicht versetzt. Und damit können wir erfassen, ob einer rein oder raus geht. Also besorgen wir noch einen neuen Pfosten. Ja. Wir sind ja sowieso noch in der Schreinerei und dann werden wir uns da einen holen. Da liegen immer welche auf Lager und tauschen den einfach aus und erneuern den einfach. Okay. Ja, gut. Wenn ich jetzt bei einer Führung bin und spontan halt so eine Kröte dann unterwegs ist, dann erkläre ich einfach was da drauf. Und man muss halt auch immer den Leuten dann erzählen, was ist so besonders an diesen Tieren oder Pflanzen auch. Aber bei der Kröte ist halt so, wenn man sie auf die Hand nimmt, muss man immer damit rechnen, dass sie was absondert über die Drüsen. Und wenn man dann an die Schleimhäute kommt, wie zum Beispiel an die Augen, dann kann es schlimme Entzündungen geben. Ne? So kleine Aufklärungen machen, das bleibt meistens bei den Leuten dann auch im Kopf nachher hängen dann. Hallo! Hallo, hi! Ja, das sind übrigens auch Kollegen von mir, tragen jetzt keinen Rangerhut. Die drei sind halt in der Verkehrssicherung und die sind dafür zuständig, die Gefahren, die ich bei meinem Kontrolljagen sehe, wie zum Beispiel abgestorbene Bäume, die unsere Besucher gefährden könnten, melde ich denen und die entfernen die dann an diesen Wanderwegen. Kannst du denn auch Bäume fällen? Ja, ich kann auch Bäume fällen. Das ist halt mein Beruf, den ich gelernt habe. Und wir sind fast alle im Nationalpark, sind wir Forstwirte mit diesem Beruf. Und daher können wir alle fachgerecht diese Bäume an den Boden bringen. So, jetzt sind wir hier in der Holzbauwerkstatt. Da sind auch noch Kollegen am Arbeiten von mir, sind auch alles Ranger. Und gehen jetzt mal zu denen rein. Okay. So, warte, da müssen wir gerade. Einmal für mich. Einmal für mich. Warte mal einen Moment. Guck mal, ich habe jetzt das Schild von hinten geholt. Das sieht ja echt super aus. Hallo. Aber da kommen gerade die Sammler. Wir kommen, um den Pfosten abzuholen. Grüß euch. Ach, die Auszubildende auch da. Schön. Ihr wollt den Sämpfosten holen? Genau. Ich lege mal hier rüber, weil ich wollte euch Karten kurz zeigen. Hier kommt ja dann der Detektor rein. So. Gell, dann müssen das Kabel kriegt ihr hier auch durch. Oder? Und die Abdeckung, die habt ihr, gell, die habt ihr im Auto. Die oder da habt ihr schon vom alten Pfosten eine. Genau. Ja, wenn wir ja einmal gerade hier sind, dann könntest du der Nora mal kurz auch mal erklären, so was alles in der Schreinerei jetzt so hier anfertigt. Machen wir gerne. Hier haben wir unsere Schilder. Hier ist zum Beispiel eines noch mit Hand ausgepinselt. Wir haben an 300 Standorte über 600 solcher Schilder hängen, die man regelmäßig sanieren und renovieren müsse. Wir haben Neuerungen drin, dass man jetzt in solche Frästaschen Debond-Plaketten einbauen. Also das ist ein sehr innovativer Teil unserer Arbeit, diese Schilder aus Holz und aus neuen
Werkstoffen zu fertigen. Wir machen dann auch nicht nur Arbeiten für die Besucherlenkung, sondern auch Serviceleistungen für unsere Förster. Hier liegt zum Beispiel das Rohmaterial für einen Zaun, das man an einem Dienstgehöft aufbauen müsse. Und das gibt einen Schutz für den Hund des Försters, damit der nicht auf die Straße läuft. Ja, jetzt sind wir hier in der Wildniswerkstatt. Ne? Schauen wir mal, ob die Maike schon da ist, wo wir dann die Flyer abholen. Hallo Maike. Ach, hallo, da seid ihr. Genau, richtig. Schön. Ja, die Nora, ich hole die Flyer ab. Mhm. Und wenn du möchtest, kannst du ihr mal kurz hier die ganze Ecke mal zeigen. Dann. Genau, du warst ja noch nie bei uns in der Wildniswerkstatt. Genau. Ich zeig dir einfach mal kurz unser Gelände. Hier ist unser Wildniscamp, da die Feuerstelle, unser Küchenzelt. Und hier in den Zelten haben die Kinder geschlafen die letzten Tage. Aber das ist jetzt in den Sommerferien auch was ganz Besonderes, ja, dass wir so richtig eine ganze Woche lang mit Ferienkindern hier im Camp sind. Wie wichtig ist denn hier die Umweltbildung? Ja, wir haben hier ja Ranger, die ganz besonders in der Umweltbildung auch beschäftigt sind. Mhm. Die stehen da auch wirklich ganz dahinter, weil sie auch genau wissen, wie wichtig das ist, dass die Kinder schon für die Natur begeistert werden. Und das ist auch unsere Hauptarbeit hier, dass wir ja eigentlich jeden Tag sehr viele Schulklassen haben, manchmal sogar 4 an einem Tag, die dann hier im Gelände unterwegs sind. Und ja, die Ranger, die sind einfach mit Begeisterung dabei und das geben die an die Kinder weiter. Und die kommen nach Hause und sagen, boah, ich war im Nationalpark, ich war im Wald und das war richtig, richtig schön. Wo kommen denn die ganzen Kinder her, die hier an dem Programm teilnehmen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Viele Kinder kommen hier aus der Region. Wir bieten ja die Tagesprogramme an. Für 6 Stunden am Tag sind die dann hier. Auch aus den Nationalparkschulen kommen viele Klassen natürlich regelmäßig hierher. Wir haben aber auch Gruppen, die von weiter weg herkommen, also aus dem Kölner Raum, Bonn, Aachen, teilweise sogar fast bis ins Ruhrgebiet oder aus dem Bergischen Land. Und dann haben wir manchmal auch tatsächlich Situationen, dass wir Kinder hier haben, die noch nie in ihrem Leben im Wald waren. Mhm. Und das ist dann natürlich besonders wichtig, dass sie dann eine schöne erste Erfahrung im Wald haben. Es gibt auch, manche Kinder haben total Angst und fragen, wo kann ich mir denn hier die Hände waschen? Und haben eben vor Krabbeltieren irgendwie großen Respekt. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, denen diese Ängste auch zu nehmen und auch eine Wertschätzung anzulegen bei den Kindern für auch das kleine Leben, was man vielleicht in der Stadt so nicht gewöhnt ist. Denn in dem Wasser sind wilde Krokodile. Ja, und wer da reinfällt, der wird natürlich gefressen. Und dieser See, der sieht jetzt für euch gerade ein bisschen klein aus, aber eigentlich sehr riesig. Und ihr habt ein Hilfsmittel, ein Seil. Und mit diesem Seil und euch allen zusammen müsst ihr jetzt herausfinden, wie kommen wir zu dieser Insel. Und dann könnt ihr den Schatz bergen. Ja, ja, dann mach du. Aber wir müssen höher sonst halten. Ja, ja. Höher. Das ist nicht schlecht. Und die Bahn richtig drängen. Ihr müsst richtig mit Kraft spannen. Ihr müsst doch ziehen. Ja, feuer die Hand. Schafft das schon. Ziehen. Komm. Komm, Matteo, los. Runter dir die Krokodile. Oh, feuert ihn an! Los! Hey! Weil ihr braucht jetzt die Stärkung für das nächste Abenteuer. Ja, da braucht man auch ein bisschen Zucker. Der Dario ist ja auch Ranger hier im Nationalpark Eifel. Wieso trägt er heute denn keine Dienstuniform? Ja, wir sind ja hier im Wildniscamp unterwegs. Das ist eine andere Atmosphäre als bei den Schulklassenprogrammen, die sonst hier immer durchgeführt werden. Und die Ranger sind jetzt schon 4 Tage lang mit den Kindern gemeinsam im Wald. Und ja, es ist einfach eine entspanntere, lockere Atmosphäre. Und da legt man die Dienstkleidung auch schon mal ab. Ja, Bernd, was ich mich schon den ganzen Tag frage, ist, was du eigentlich in deinem Rucksack dabei hast. Ja, dann nehme ich mal ein paar Sachen raus. Was haben wir denn hier? Ein Fernglas. Gut. Das nächste, was ich immer gerne dabei habe. Ein Bestimmungsbuch. Richtig, gut. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Erste-Hilfe-Set. Jawohl. Damit ich auch Besuchern halt helfen kann zur Orientierung. Eine Wanderkarte. Ja, genau.
wichtig ist. Da bin ich gespannt, ob du das weißt, was das hier ist. Oh, das kann ich dir nicht sagen. Also, das ist ein Verwarnungsblock. Mhm. Weil ich habe ja diese Handhabe, dass ich halt den Besuchern auch zurechtweisen kann, wenn er sich nicht an unsere Spielregeln hält. Und im schlimmsten Falle kann ich halt denen dann eine Ordnungswidrigkeit ausstellen. In welchen Situationen dürftest du denn ein Knöllchen aufstellen? Also was gar nicht geht, das ist halt Hunde nicht angeleint, die Wege verlassen, wild campen, Feuer machen und befahren der Fläche. Das ist alles verboten und kann sehr, sehr teuer werden. Kannst du einen Karton gerade abnehmen? Dann gehen wir weiter ins Nationalparkzentrum, ne? Okay. Hallo Claudia, hier die Prospekte, die du erwartest. Das ist prima, dankeschön. Ja, bitte, ne? Dann viel Spaß damit. Und du machst hier drin jetzt auch noch Führungen? Ja, das gehört auch zu meinem Aufgabenbereich, dass ich hier in dem Zentrum oder der Ausstellung auch Führung mache. Und aber heute mache ich keine, weil du ja heute mit mir unterwegs bist. Aber da wir jetzt einmal hier sind, würde ich sagen, kriegst du jetzt von mir eine Privatführung. Dankeschön. Okay, dann los. Ja, hier haben wir jetzt direkt schon vorne an, Thema Wolf. Ne? Mhm. Wir sind das Wolfsgebiet hier in der Region. Ne? Ja. Ja, die Wölfe sind ja viel kleiner, als ich sie mir vorgestellt hätte. Wie viele Wölfe leben denn im Nationalpark? Ja, leben im Nationalpark gibt es noch keinen. Mhm. Es sind halt, die sind noch nicht sesshaft hier, sie ziehen einfach nur durch, mhm, ne? Und kommen und gehen immer wieder. Na, guck mal, hier haben wir den Biber. Genau. Der ist aber schon sesshaft hier, oder? Ja, wieder. Ne? Also er war mal fast ausgestorben hier bei, mhm, uns. Und in den 18 Jahren ist er wieder angesiedelt worden. Hat sich auch jetzt sehr, sehr weit verbreitet wieder. Und das Besondere, warum man ihn ausgerottet hat, ist halt sein dichtes Fell. Er hat also auf einem Quadratzentimeter bis zu 20.000 Haare. Ne? Gegenüber uns Menschen, wir haben auf dem Kopf mal gerade 500, 600. Mhm. Ne? Bei mir ist halt noch ein bisschen weniger, ne? Aber immerhin. Ne? Ja. Möchtest du jetzt mal gerne in so eine Glaskugel reinschauen, wie die Natur sich entwickelt von einer Graslandschaft zu einem Buchenurwald? Das ist eine reine Zeitreise, die wir jetzt machen. Und das, ja, können wir gerne hier vorne gut machen. Du kannst dich gerne setzen dabei, schaust hier vorne durch und ich schaue hier oben durch und dann können wir die Entwicklung nachgehen. So, jetzt zeige ich dir noch einen schönen Blick vom Eifel-Amazonas. So, da ist ein Blick, ne? Mhm. Tja, wir arbeiten hier, wo andere Urlaub machen, ne? Haben wir mit, nicht gut? Auf jeden Fall. Du arbeitest ja jetzt seit 18 Jahren hier. Wie hat sich dein Blick auf den Wald verändert, seitdem du hier Ranger bist? Also ich bin ein gelernter Forstwirt, ja, ne? Und ich habe das früher aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, Festmeter und Euro. Und jetzt sehe ich das aus dem Gesichtspunkt naturschutzmäßig. Den Job, den ich jetzt habe als Ranger im Nationalpark, Besucher zu begleiten, denen etwas rüberzubringen, die Freude nachher in den Augen zu sehen, ist einfach traumhaft. Und von daher ist das einfach ein Traumberuf, den ich hier habe. Also Norei, ich hoffe, dir hat heute der Tag mit mir zusammen gefallen. Ich wünsche dir auf deinem Weg in der Ausbildung alles Gute und ich hoffe, du hast genug Einblicke heute gefunden vom Beruf des Rangers. Mach's gut, ne? Ciao. Tschüss. Tschüss. Ah, nee, halt, stopp. Das ist mein Hut. Den nehme ich bitte mit. Ciao. Ciao. So, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr Ranger werdet, hier unten sind alle Infos.